Ja, hallo Lieben, hier ist der Silvio und willkommen zurück zu Torchlight 3. Beim letzten Mal haben wir endlich den legendären Bogen gefunden. Wir sind immer noch Level 6, spielen immer noch auf schwer. Der kleine Lucky ist auch noch dabei und dann gehen wir mal Let's Go. Ich habe auch gerade gesehen, man kann auch einen neuen Charakter erstellen. Aber ganz ehrlich, komm, wir haben hier, was haben wir noch? Achso, wir haben ja, ne? Hab ich von den Schnecku-Stab gefunden. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir verkaufen erstmal was. Ich bin immer noch in der Hoffnung, dass wir eventuell hoffentlich mal statt den Müll irgendwas Gutes bekommen können. Kaufen erstmal das, das. Natürlich, das verkaufen wir auch. Das, 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 das. Also alles. Ich verkaufe erstmal alles, außer die leeren legendären. Hauen wir erstmal so hin. So, tränkemäßig sind wir nicht gut dabei. Deswegen kaufe ich mal ein paar Tränke. Rein theoretisch könnte ich ja eigentlich noch ein paar bessere Tränke kaufen. Aber ich sag mal so: Wir kaufen erstmal komplett voll, 15 Stück halt. 20 Stück meine ich. Und dann gehen wir erstmal weit der Feld der Unruhe. Zack. Machen wir nochmal schnell, ne? So. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Gucken, ob wir da was finden. Genau. Sehr geil, sehr geil, 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 geil. Ja, muss sagen, Torchlight 3 ist doch ein sehr cooles Spiel. Macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Muss ich dran vorhin gerade erst dran denken. Und ja, mit den neuen Bogen ist das natürlich so eine Sache, ne? Ist halt noch cooler, ne? Macht noch mehr Spaß. Von diese kleinen Blitz Effekte, ne? Sehr, sehr cool. So, wir gehen jetzt erstmal einfach geradeaus. Machen ein paar Hallo. Kann ich auch mal, genau jetzt. So, und ja, Holz und so, ich sammle es trotzdem ein, ne? Keine Sorge. Aber ich weiß halt nicht, ob, wann wir das dann richtig nutzen können. Ja, komm. Grün mitnehmen oder nicht? Lassen wir einfach mal, ne? So, wir nehmen einfach mal, ja, ich bleib, lass es einfach bei Blauen und Zombies machen. Halten noch immer sehr, sehr viel aus, muss ich ja gestehen. Ziemlich nervig, aber ich denke mal, das wird nach und nach keine Gefahr mehr sein werden, wie auch immer. So, ich weiß auch gar nicht, ob wir hier schon waren. Ich glaube noch nicht, ne? Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Und ich muss das sagen, ich habe Fiesta Online spiele ich ja trotzdem ab und zu, aber ich muss sagen, Torchlight 3 macht doch um einiges zurzeit mehr Spaß, ne? Weil erstmal ist es, ich entdecke halt vieles neu, ne, im Spiel. Ach ja, ich weiß auch gar nicht warum das immer so verzögert aktiviert wird. Das ist halt echt schon nervig, ne? Aber egal, passt schon. So, können wir eigentlich poolen? Können wir poolen? Ich denke mal schon, ne? Oh, Mann. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, guck mal da oben. Links. Das sieht doch mal sehr schön aus. So, Mann. Oh, das sieht richtig gut aus. Erinnert mich ja fast so wie bei Fiesta Online. Da geht es auch immer richtig gut ab. Wir haben auch jetzt wieder 20 Tränke. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein legendäres Rüstungsteil finden. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und was auch cool wäre, wenn der Begleiter, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, auf jeden Fall war das so, guck mal, das ist eine Kiste, dass er dann, also der Begleiter, uns dann halt gezeigt hat, hey, komm mal, hier ist was, willst du das haben? Und bei Diablo 3 war das sogar so, wenn man Kisten zerstört hat, da hat man zum Beispiel mit etwas Glück auch ein legendäres Item bekommen, ne? Und das ist schon ziemlich nice, ne? So, also weit
Nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. So, das geht gut. Level 7, sehr gut. Sehr schön. Und wir brennen, das ist nicht so schön. Ich glaube, sind wir schon gestorben? Ich glaube noch gar nicht, ne? Das ist ja umso besser, ne? Aber hier ist noch. Haut doch mal ab, bitte. Das ist ja echt nervig, der Gift-Skill. Leute, das war ja richtig knapp. What the fuck? Warum ist der so stark? Jetzt aber, sehr schön. Aber leider nur Green, von daher nehme ich es einfach gar nicht erst mit, ne? So, einfach kaputt machen und bam. So, und da kommt ein Skelett und es ist schon down. Ey, das wollte ich gar nicht. Wie war das jetzt? So. Wir können nochmal hier lang gehen. Bringt ja ein bisschen Gold und Gold kann ja nie schaden. Ich bin ja immer noch gespannt, wie wir unsere Goldressourcen halt irgendwie effektiv ausgeben können. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier, eine Kiste. Sehr schön. Einfach mal in einer Kiste, also eine Schatztruhe in der Kiste versteckt. Auch nett, ne? Ich muss auch sagen, ich bin auch relativ K.O. müde. Aber es tut ja keinen Abbruch, ne? Ich werde ja trotzdem weiterspielen und von daher mal gucken. Aber nicht ganz so lang, da muss ich ja leider dazu sagen, ne? Nicht ganz so lang. So, ich werde trotzdem gucken, ob wir vielleicht irgendwas Cooles finden. Irgendwie ein Secret oder so. Komm, jetzt noch eine kleine Spinne. Und hier ist ein. So. Ach, hau doch mal ab hier. Zack. Zack. Hier oben waren wir noch gar nicht. Oder waren wir schon mal? Ah, brennen ist schon assi, ne? Also, das ist schon echt hart. Bisschen konzentrieren möchte ich mich auch. Ich will leider eigentlich gar nicht sterben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein besonderes Ereignis gibt, wenn man einen bis einen bestimmten Level nicht stirbt. Das wäre echt ganz cool eigentlich. Ein Turmschild brauchen wir auf jeden Fall nicht. Weil wir sind ja Jäger, ne? Sonst wären wir ja Krieger, ne? Und da hätte man es auch machen können. Da gehen wir nochmal unten rum. Ah. Das war dumm. Das war ziemlich dumm von mir. Aber egal. Gold, okay. So. Sag mal so, bis jetzt ist es eigentlich noch alles harmlos und so. Bin gespannt, wenn es richtig abgeht. Geht es ja teilweise schon, ne? Aber ich denke mal, da geht es noch mehr ab. Aber wir sind ja relativ, sag ich mal, noch am Anfang, kann man so sagen. Ne? Und nachher, ich bin auch, ich frage mich auch, wann wir denn mal andere Mitspieler antreffen werden. Guck mal hier. Habe jetzt gerade die. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade die 1 gedrückt, aber tatsächlich war es eigentlich eine andere Taste, blöderweise. Lauf mal rein, genau, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Lauf mal noch rein, sehr gut. Sehr schön. Der ist down, sehr gut. Nicht genug Munition, nicht gut. Aber alles gut, haben wir geschafft, sehr schön. So, was wir bräuchten, wäre eigentlich Rüstungsteile, ne? Also mehr Rüstung wäre immer gut, ist immer gut. Aber ich denke mal, also wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich gehe mal nach oben, hier lang. In der Hoffnung, dass wir hier eine Quest machen können. Sehr gut. Gut, dann müssen wir nach oben gehen.
Ich denke mal, hier gehen wir rundherum. Und das sieht gut aus. Von der Ferne sehr schön. Oh. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr cool. Ach, die haben einen Cooldown oder was? Tränke. Das ist ja nicht so schön. Achtung. Nehmen wir mal den. What the fuck? Alter, das geht richtig gut. Das ist ein richtig guter Skill, dass ich den mitgenommen habe. Sehr nice. So. Hier ist eine Truhe. Sehr schön. Also es ist schon etwas entspannter mit dem Skill, ne? So, da müssen wir aufpassen, dass hier nichts kommt. So, kurz warten, ne? So, Lucky ist sehr mutig. Geht halt einfach rein. Rein in die Wolke. So, sehr gut. Genau, wir gehen jetzt da mal hoch. Gucken wir mal, ob wir die Quest machen können. Ne? Eine Prüfung des Feuers. Ja, Feuer weiß ich nicht. Wir gehen einmal rum, dass wir komplett hier alles klären können. Die Kanone. Und damit wir jetzt, wir haben jetzt alles gesehen. Die Maus lassen wir mal in Ruhe und gehen mal in die Prüfung des Feuers rein. So, wir können ja jetzt Fähigkeiten. Können jetzt ja eigentlich auch einen neuen Fähig. Genau, wir haben jetzt einen verfügbar. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Skill Ansturm. Zack. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Skill. Von daher, warum eigentlich nicht, ne? So. Machen wir einfach alles kaputt. Ich weiß gar nicht, waren wir schon? Kann auf jeden Fall sein, aber wer weiß das schon, ne? So, Holzstamm, okay. Ich glaube tatsächlich, waren wir hier schon. So. Metall kommen, ja. Ich glaube, da haben wir auch beim letzten Mal aufgehört. Geh zu Brummers Versteck. Gut, machen wir das doch einfach mal, ne? So, Leichtigkeit, sehr schön. Da wir hier geskillt haben, müssten wir eigentlich mehr Damage machen. Meinem. Ja, wir waren hier schon. Dann habe ich aufgehört. Sehr schön. Hier haben wir auch den Stab gefunden übrigens, ne? Den legendären. Sehr gut. Das mit der Kiste ist ja echt nervig. So, sehr gut. Und tschüss. Ah, noch. Goblinwut. Ach genau, das war das, was ich mich gefragt habe, warum wir sowas finden. Sehr gut abgelaufen, Sebastian. Ja. Oh, Glück gehabt. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, was wir mit der Goblinwut machen können. Aber wir werden es, denke ich mal, irgendwann herausfinden. Ich hoffe mal, dass wir irgendwas Gutes denn freischalten oder irgendwas bekommen dafür, ne? Wenn wir ja zum Beispiel 10 davon haben oder 100 oder 50, sagen wir 50 oder 20 reicht ja auch. Ja, aber ich muss auch, ich habe mich auch vorhin gef oder letztens gefragt, ich habe ja gesagt, wie gesagt, Torschalt, oh Gott, Torschalt 2 sehr gerne gespielt, sehr, sehr gerne gespielt. Habe ich das jetzt eigentlich? Ja, ne? Und wie das denn so war, ne? Ah, guck mal, hier oben will ich auch noch hin. Guck mal, da kommen wir. Ah, guck mal, aha. Guck mal, da kommt der erste schon. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Übrigens, sag mal, so eine Freundin, ne? What the fuck? Mit der hatte ich damals eher Kontakt als jetzt. Aber ich habe mitbekommen, dass sie auch streamt, ne? Auf Twitch. Und sie hat einen Oxelotl. Und
Da kam man halt ins Gespräch und sie hat jetzt